So, der zweite Kipper ist gekommen. Das ist er ja zusammengebaut. Den hatte ich schon. Das ist jetzt der nagelneue. Ihr seht, der glänzt noch richtig. Und den habe ich schon mal ein bisschen auseinandergenommen, um mir ein paar Gedanken zu machen. Und ich wollte ja eigentlich mit den Aluprofilen hier den Kipper nachbauen. Habe mir aber gedacht, eigentlich würde das gar nicht so schlecht ausschauen, wenn wir auch hier den Rahmen einfach nehmen. Denn wir sind ja immer noch im Bereich Bruderumbau. Das heißt, wenn ich ja alles selber bauen will, beziehungsweise auch wenn ich natürlich sage, oh, ich will das jetzt Scale haben und wie auch immer haben, ja gut, dann kaufe ich mir halt irgendwie, keine Ahnung, einen Bausatz von diversen Herstellern oder gar ein fertiges Modell für ein paar tausend Euro. Dann habe ich das, das ist dann hinten die Stoßstange perfekt und die Lichter und Positionslicht und Zeug. Das ist aber gar nicht meine Intention, sondern ich will ja eigentlich wirklich aus den Brudermodellen etwas bauen und umbauen. Und die sind halt nicht immer genau dafür gemacht, dass man sie auf ferngesteuert umbaut. Deswegen, da finde ich genau die Herausforderung, das ist kein Bausatz, das ist einfach, das habe ich und jetzt muss ich gucken, was ich draus mache. Und genau, was ich jetzt machen möchte, einfach mal ein bisschen die Richtung einzunorden. Ich werde jetzt hier mal die Antriebsachse einbauen, damit wir die schon mal drin haben. Und dann werde ich mal gucken, ob wir die hier nicht tatsächlich einfach schon mal auseinanderschneiden. Und ich bin mir da noch nicht so sicher. Wir werden hier jetzt mal dieses ganze Kippergedöns hier hinten mit der Klappe wegmachen, damit ich sehe, wie viel kann ich wegmachen und wo schaut es gut aus, wo ich einen Schnitt setzen kann. Und ja, ursprünglich wollte ich einen Schrägschnitt setzen, damit es einfach hier so in das Gesamtbild passt. Aber ich werde es nicht hinbekommen, dass die beiden Schrägen 100% genau gleich sind. Ich habe schon geguckt, ob ich, wie ich es einspannen könnte und mit welcher Säge ich das mache. Aber ich glaube, es wird einfach nicht so gut. Deswegen, es wird wahrscheinlich ein gerader Schnitt sein, weil da kann ich einfach auf der Bandsäge das sauber einrichten. Und genau, hier machen wir das ganze Zeug mal weg und dann gucken wir mal, welche Länge wir so im Gesamten hinbekommen. Ich habe an irgendwie sowas gedacht, so knapp das Doppelte. Und dann müssen wir mal gucken, wir werden auf jeden Fall natürlich hier eine Front wegschneiden müssen und einmal das Heck im Endeffekt wegschneiden müssen. Aber ob wir das jetzt hier dran lassen, um das als Klebepunkt zu nehmen, müssen wir gucken, wie wir das Ganze hinbringen. Gell? Wie gesagt, ich tüftel hier mal ein bisschen, baue schon mal die Achse ein und wir gucken uns mal an, wie wir den Rahmen dann dementsprechend anpassen von den Längen her, was uns da für Möglichkeiten gegeben sind. Vielleicht behalten wir auch nur den hinteren und gehen dann mit dem Alu-Gestänge weiter nach vorne. Aber dann sehen wir auch schon mal grob, wo wir mit der Höhe liegen und vor allem eben auch, wie wir das Ganze dann an den, an die Zugmaschine anpassen. Ja? Also, legen wir los. Die Klappe wäre schon mal raus. Ich habe die jetzt einfach überdreht nach hinten und dann kann man die nach außen ausklicksen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier diese restlichen Dinger hier noch irgendwie wegbekommen. Das Ding ist auch hier unten mit einer Lasche nur festgemacht, dann kann man das rausziehen im Endeffekt. Und genau, jetzt machen wir mal weiter. Was wir hier noch alles wegbekommen an Teilen. Das ist ja irgendwie nur drauf gesteckt. Wenn ich das jetzt hier runterfallen und wir das hier dann aufsetzen, würde das gehen? Nee. Ja, doch, würde schon gehen. Aber der wäre dann einfach zu lang. Keine Ahnung. Sollen wir es einfach hier abtrennen? Gerade. Dann hätten wir im Endeffekt dieses Stück, wenn ich beim anderen auch hier runterschneide,
Dann hätten wir hier gute 25 cm Verlängerung auf die normale Mulde. Sprich, wir hätten dann eine Gesamtlänge von, machen wir es mal so. So, das wäre dann die gesamte Mulde. Wäre auf jeden Fall schon mal eine beachtliche Länge. Wo ich sage, mit der könnten wir arbeiten. Oder? Ich glaube, so machen wir das. Wir trennen hier ab und wir trennen hier ab. Ja, ungefähr 50% der Umbauarbeit geht tatsächlich immer wieder fürs Aufräumen zwischen diesen Arbeitsschritten her. Ich habe jetzt hier mal den ganzen Verschnitt in eine Kiste gepackt, damit das mal hier ein bisschen verräumt ist. Und ihr seht jetzt, die Mulde ist wunderbar abgetrennt und kann wieder verbunden werden. Und ich war mir ein bisschen unsicher von der Länge her, denn wir haben jetzt hier, wenn ich die so zusammensetze, sind wir hier bei einer Länge von ungefähr 58 cm. 58 cm. Passt das? Passt das nicht? Wie ist da so das Verhältnis? Und es gibt da, ich habe es mal rausgesucht, so ein Auflieger in 1 zu 14. Ist von Carson, glaube ich. Ein Stone Master. Und der hat in 1 zu 14 66 mm. Und wenn ich das jetzt schnell runterrechne, dann sind wir 66 mal 14 durch 16, wären wir bei 57,75. Und das heißt, wir wären eigentlich genau auf der passenden Länge. Also der wäre genauso lang, wie er sein muss. Genau, wie er wirkt, das werden wir dann sehen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wenn ich den hier drauf setze. Ja, der hat ja normalerweise hier hinten diesen Aufsatz drauf. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich das hier lassen will. Mir gefallen die Radkästen und dieser Aufbau nicht so ganz. Ob ich das jetzt so nicht unter Umständen hier anders einhängen werde. Ich weiß es noch nicht genau, was wir hier machen. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall ungefähr hier. Und jetzt ziehen wir das hier mal durch. Und jetzt kommen wir mal die Zugmaschine mit dazu. Wo sind wir denn dann? So, oder? Ungefähr. Der geht, glaube ich, relativ knapp drüber. Das heißt, wir sind irgendwo hier. Machen wir den mal daher. So. Wäre das ganz grob die Gesamtlänge von dem ganzen Teil. Das heißt, wir hätten jetzt hier, ja, wenn wir das dahin machen, ja, kann noch ein bisschen näher kommen. So, dann haben wir hier eine Gesamtlänge von, wenn es denn mal hält, ungefähr ganz grob von 73 cm. Ist schon mal ganz ordentlich. Wie gesagt, hier müssen wir gucken, wo wir genau die Aufnahme machen. Denn das ganze Zeug muss ja auch irgendwo da unten rein. Und hier werden wir wahrscheinlich wirklich mit diesem Rahmen weiterfahren. Und hier vorne mit den Alu-Teilen dann in die Alu-Teile übergehen, die wir einfach ein bisschen schmäler aufbauen können. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das ganze Plan mache, aber eigentlich sollte es natürlich so gerade wie irgendwie möglich sein. Ich will hier oben auch nicht ewig überstehen an der Kabine. So ein bisschen Überstand ist okay, aber normalerweise sollte man ja da jetzt nicht irgendwie plötzlich 3 cm über die Kabine hinausragen. Ich bin da noch nicht sicher. Hier seht ihr noch einen Schnitt. Bearbeitungstechnisch Katastrophe, war wieder kompletter Gedankenfehler. Eigentlich wollte ich bei der das machen, habe die falsche Mulde in der Hand gehabt. Jetzt musste ich aber, weil ich ja hier schon die Sachen rausgerupft hatte, das trotzdem so machen. Das wird verschweißt, verspachtelt und dann ist es auch wieder schick. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Und genau, dann werden wir das Ganze mal so ein bisschen anpassen. Hier mit der Achse, habt ihr gesehen, das habe ich schon mal vorbereitet. Aber auch hier müssen wir natürlich erstmal gucken, wie wir mit der Höhe her hinkommen. Denn ich muss ja später irgendwo wahrscheinlich so auf dieser Höhe landen. Und dann soll das Ganze ja auch zueinander passen. Deswegen, da müssen wir einfach noch schauen, wie wir es genau machen. Da wird wahrscheinlich werde ich hier einfach das 3D-Pendel dementsprechend anpassen,
dass das einfach passt. Ja, relativ simpel, ja, da können wir uns ein bisschen hinspielen. Und wie gesagt, hier hinten muss ich gucken, ob wir eben mit denen hier arbeiten. Die hätten wir natürlich schon. Oder ob wir eine andere Lösung finden. Mal schauen. Ja. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal mit der Mulde. Ich werde die jetzt gleich noch verbinden, damit es ein Teil ist. Und dann haben wir das auch schon mal fix, was wir da alles machen können. Das werde ich hier auch wieder beheben, den Schaden. Und dann kann es dann auch schon weitergehen. So, nachdem das jetzt hier eigentlich alles relativ glatt runtergeschliffen ist, das grobe Material zumindest, werde ich jetzt den Rest nochmal schleifen. Also hier oben sitzt das auch, da wo ich es reparieren musste. Ja, das werden wir hoffentlich dann nachher nicht mehr sehen. Und jetzt da schleife ich das alles nochmal. Ich habe jetzt gerade noch 120er Papier und danach vielleicht noch einmal feiner, dass es wirklich einmal runtergeschliffen ist, weil ich will es ja auch lackieren und dafür muss ich sowieso einmal komplett runterschleifen, ja, und genau, damit die Oberfläche einfach angeraut ist, wobei ich mir gerade denke, 120 ist echt noch rau, vielleicht gehe ich dann noch mal über die Kanten und schleife dann nachher aber mit einem noch feineren Papier das Ganze, damit es jetzt nicht zu rau wird, ja, es kommt zwar eine Füllspachtel drauf, aber besser ist besser, ja, wenn das, muss ja bloß aufgeraut sein, damit die Farbe hält, ja. So, meine Freunde, umbautechnisch wollte ich eigentlich jetzt zwischendrin irgendwann mal die Kabine zerlegen. Aber ihr seht, ich hänge irgendwie immer noch an dem Kipper. Eigentlich wollte ich erstmal die Zugmaschine fertigstellen und dann den Kipper machen.
aber es läuft gerade irgendwie gut mit dem Kipper und der gefällt mir wahnsinnig gut und es ist einfach auch wieder was Neues. Das sind immer diese Sachen, wo ich sage, oh, das funktioniert gerade, das läuft gerade und da muss ich jetzt einfach weitermachen. Und ihr seht jetzt hier, ich habe das ja abgeschliffen, das ist alles ganz glatt. Ihr seht hier jetzt hier noch ein bisschen Übergang und ich hoffe, dass es dann mit der Grundierung und der Lackierung dann weg ist. Hier oben, ihr seht, ich habe jetzt hier auch diese Übergänge noch ein bisschen zusammengeschliffen, dass das nicht so hart ist, denn ihr seht hier, die Bordwand dreht sich hier einmal und würde ja hier, war hier so eine Kante drin, das habe ich weggemacht. Hier vorne, das ist auch alles runtergeschliffen. Hier, das ist alles ganz glatt. Innen drin ja sowieso. Die Schrauben habe ich natürlich einmal umgedreht, dass die auch versenkt sind. Und genau, hier unten ist ja das Messing drin. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt hier irgendwie so eine Belastung drauf kriege, dass das jetzt hier alles aufreißt. Von dem her gefällt es mir schon sehr gut. Ich muss mich gerade echt beherrschen, dass ich den jetzt nicht einmal schon grundiere. Aber es muss ja noch die Mechanik für das Kippen dann auch hin. Deswegen muss ich mir hier gerade ein bisschen zusammenreißen. Weil das Teil müsste ich natürlich dann ja auch nochmal grundieren. Deswegen, ja. Ihr seht, hier unten habe ich einen Königszapfen oder diesen Bolzen halt schon mal provisorisch hingeklebt, damit ich mal ein bisschen von der Länge her zurechtkomme, denn ich möchte jetzt hier weitermachen. Das Teil hatte ich auch runtergeschliffen noch, damit ich es einfach dann auch lackieren bzw. grundieren kann. Das könnte man eigentlich jetzt gerade derweil wieder draufbauen. So, dann ist es auch komplett. Seht ihr das? Ja. Das ist schon ein langes Teil. Beim Rahmen habe ich schon ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe hier vorne mal diesen letzten, was sind das, 2 cm sowas, die habe ich mal abgesägt. Warum, seht ihr gleich. Pendelachse, die muss noch neu gemacht werden. Das machen wir aber alles, wenn das im Endeffekt steht, weil dann kann ich auch wirklich die fixe Höhe machen. Aber wir können die jetzt schon mal reinklicken, damit wir einfach mit der Länge klarkommen. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Und genau, hier kommt noch die Kippermechanik, muss ja noch irgendwie hier rein. Da bin ich auch noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das mache. Habe aber eigentlich schon einen Plan. Bin ich ehrlich. So, Reifen habe ich momentan keine drauf. Einfach wegen der Höhe, weil sonst steht es noch höher. Aber das wollte ich euch kurz zeigen. Ich zeige es euch dann später natürlich nochmal. Das war ja ursprünglich der Plan. Das sind diese Tamiya-Felgen. Bei LKWs oder so, da fällt es nicht auf, wenn die hier unten drin stehen. Dann sind die ja verdeckt. Jetzt beim Sattel war es natürlich so, dass ich mir gedacht habe, okay, dieser Spalt, der gefällt mir nicht. Den habe ich aber auch nur bei den selbstgegossenen, weil die ein bisschen dünner sind als die anderen Gummireifen. Die anderen machen hier oben ja so ein bisschen eine Auswulstung. Das heißt, da habe ich diesen Spalt auch gar nicht so extrem. Und dann habe ich mir echt überlegt, was mache ich damit? Und habe jetzt dazu entschlossen, eigene Felgen schnell zu zeichnen und zu drucken. Es sind jetzt keine Originalfelgen von irgendwas abgeleitet, sondern ich habe einfach nur geguckt, dass, wie es mir so gefällt und vor allem, dass das hier eben im Endeffekt bündig abschließt. Ihr seht, da ist jetzt ein Messingadapter schon drin und wenn ich die jetzt hier drauf setze, dann gefallen mir die einfach einiges besser. So, da ist schon ein Gewinde drin. So, gehören sie rein. Das heißt, so sieht es jetzt aus. Wie gesagt, das wäre jetzt das, wie es vorher war. Und ich finde es ein bisschen schöner, weil die einfach ein bisschen kompakter und enger sind. Die Zugmaschine ist ja auch gekürzt. Deswegen, ja, hat mir jetzt besser gefallen. Die habe ich jetzt schon mal angefertigt. Da habe ich auch schon 4 Stück da. Wird natürlich beim Hänger wahrscheinlich genauso nochmal laufen. Da werde ich auch die hier nehmen, einfach damit es ein gesamtes Bild ergibt. Ja. Vorne werde ich bei denen hier bleiben. Da muss man noch gucken, dass wir hier das Chrom runterkriegen. Ich habe schon ein bisschen recherchiert. Man kriegt es wohl mit so Chlorreiniger ganz gut runter, dieses Chromzeug, damit ich es hier auch schön lackieren kann. Ja? Also, dass die entchromt werden und dass wir die hier auch lackieren können. Denn ich will die nicht in Chrom haben jetzt bei dem Modell. Auch wenn es schöne Chromfelgen sind, ja. Genau, das bloß vorne weg, aber jetzt brauchen wir sie erstmal nicht. Und jetzt zeige ich euch das mal kurz. Ich habe hier eben diesen Zapfen schon mal gemacht und den können wir jetzt hier einmal auf die Sattelplatte stecken. Dann ist der fest. Und jetzt seht ihr schon mal das gesamte Ausmaß, wie das Ganze ausschaut. Ich gucke gerade, ob ich euch mal hier ein bisschen tiefer stelle. Jetzt seht ihr schon, wie lang das ganze Ding ist. Das wird jetzt auch tatsächlich dann im Endeffekt die Endlänge sein. Vielleicht noch einen Zentimeter länger. Wir sind hier bei roundabout 75,5. Ja, gut, Heckklappe noch dran, also 76 cm Gesamtlänge. Finde ich passt ganz gut.
schaut wunderbar aus. Wir haben ultra viel Volumen und jetzt seht ihr hinten hier habe ich eben diesen Zentimeter rausgeschnitten, damit ich hier jetzt schon mal rumkomme. Ja, dass ich hier jetzt an allem vorbeikomme, ist aber auch relativ knapp. Ja. Und hier oben ist es so, wenn ich jetzt den Kipper ein bisschen seitlich kippe, also im Gelände, dann lande ich hier schon am Auspuff. Das heißt, ich werde den Zapfen noch ja, so einen halben Zentimeter, also das ist ja ein 5 mm Zapfen, das heißt, ich werde den hier einfach noch ein Stück weiter nach vorne setzen müssen. Der bleibt hier übrigens nicht geklebt, das ist nur der Dummy, damit ich ungefähr mal die Maße nehmen kann. Und so, müsst ihr jetzt da rein. So, damit wir eben jetzt hier schon mal die Entfernungen haben. Ja? Und wie ihr seht, hinten ist jetzt noch keine Achse drin. Und wir sind jetzt natürlich ein bisschen schräg, das heißt, hier hinten müssen wir auf jeden Fall noch um einiges höher werden, damit das Ganze auch funktioniert. Ja? So, und wir werden hier wahrscheinlich, weil hier kommt ja noch der Rahmen drunter. Ich habe ja jetzt den Zapfen hier auf der Mulde. Das heißt, hier kommt ja noch ein Rahmen drunter. Das heißt, wir werden irgendwo vermutlich, hoffentlich so auf dieser Höhe hier rauslaufen. Und dann wird im Endeffekt einfach nur das hintere Pendel auf diese Höhe angepasst. Relativ simpel, damit wir hier richtig gerade sind, wenn er gerade steht. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt keine Höhenkontrolle noch, sondern jetzt sind wir erstmal hier in der Längsachse, wo wir uns bewegen und wo wir was machen wollen. Ja? So, jetzt seht ihr schon, ich habe hier ein bisschen was zurechtgeschnitten. Und zwar habe ich hier einmal zwei Alu-Winkel genommen und ich habe hier zwei Alu-Streifen runtergeschnitten. Da natürlich geguckt, dass die alle gleich lang sind. Und die werden jetzt hier unten reinkommen. Das heißt, wir werden hier einen Alu-Winkel einbauen. Und da seht ihr schon, wir sind ultra lang. Habe ich mich dafür müssen. Ich glaube, ich muss vorne noch ein bisschen was abschneiden, dass wir hier vorne nicht über die Ding drüber kommen, wobei da unten ist diese Kiste drin, deswegen. Ja, müssen wir gucken, wie wir das machen. Ob wir den noch kürzen, weil vorne ist offiziell ja hier unten dieser Zylinder drin. Ich weiß nicht, ob ihr den nachbildet. Ich habe das schon mal gemacht, hat mir nicht gefallen, hat immer wieder gehackelt von der Funktion her. War jetzt nicht unbedingt das Beste, die beste Option, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das tatsächlich noch hinbau. Er wird auf jeden Fall nicht mit dem Zylinder gehoben. Also das ist nicht der Plan, dass jetzt dieser Zylinder hier den Kipper hebt. Denn ich will hier richtig weit nach oben kommen, natürlich zum Ausladen. Deswegen, da müssen wir gucken. Aber ich sehe jetzt gerade, das habe ich jetzt so noch nicht geguckt gehabt. Aber ihr seht, ich stehe jetzt hier vorne an. An dieser Box ist halt jetzt die Frage, was mache ich mit dieser Box? Lasse ich die dran? Aber ich bin auch einen Zentimeter zu lang, glaube ich. Oder, ja, ich glaube, ich werde einfach das Alu ein Stück kürzen müssen. Wir werden hier nochmal einen guten Zentimeter wegnehmen und dann sind wir ja nochmal eineinhalb weiter hinten. Dann sollten wir eigentlich da auch rumkommen, weil wie gesagt, das hier oben will ich eigentlich so als Maximallängenkante natürlich auch haben. So, die kommen hier rein und jetzt haben wir eben hier diese anderen Teile. Ich weiß ja immer, so, das kommt ja auf die andere Seite und dann werden wir die hier einfach einmal hier vorne und in der Mitte dazwischen schrauben, einmal ganz vorne und einmal auf Höhe des Bolzens und das hier wird dann im Endeffekt auch schon mal gleich die Halterung für diesen Zapfen, für die Sattelkupplung, damit das Ganze hält. Ja? So, und da würde ich jetzt mal weitermachen. Wie gesagt, Kabine zerlegen kommt noch, die Farben sind auch da und elektrisch ist soweit eigentlich jetzt auch fast alles da, aber es passt jetzt gerade gut und ich brauche die Kabine immer wieder zum Anpassen, deswegen ja, möchte ich sie jetzt aktuell eben nicht zerlegen, weil wenn sie zerlegt ist, kann ich sie jetzt natürlich nicht mehr hier einfach so hinstecken und gucken, dass ich da überall vorbeikomme. Ja. So. Also, dann würde ich sagen, bauen wir mal die Alu-Dinger, kürzen wir nochmal kurz ein Stück und bauen das dann mal soweit alles ein. Weiter geht's! So ist das Ganze jetzt natürlich schon mal viel besser, auch für die Kabine vorne. Und ihr seht, die laufen jetzt hier schön vor.
von der Höhe her soll es auch passen. Hier bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Ich habe euch das, glaube ich, auf dem letzten Bild schon gezeigt, von dem, wo ich im Internet da gesehen habe. Da ist der Rahmen hier so ein bisschen ausgeklinkt. Das heißt, der läuft hier dann hier so flach zu. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das hier jetzt realisiere vielleicht einfach, dass wir hier so eine schöne Kante reinmachen. Oder ob ich hier noch einen Druckteil mache, dass hier einfach diese Biegung hier noch mitnimmt. Oder ob wir hier auch am Alu noch ein bisschen was wegnehmen, denn wenn ich jetzt hier diese Stange reinmache, wäre natürlich auch noch Platz. Also wir könnten tatsächlich auch noch dünner werden, was uns natürlich von der Höhe her und vom Spielraum her auf der Plattform dann ein bisschen zuträglich wird. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja. Schauen wir mal, hier kommt ja dann der Zapfen hier rein. Wie gesagt, ich möchte ihn ein bisschen weiter vorsetzen. Vielleicht, wenn man auch noch ein Stück weiter vorsetzen, dass ich sage, ich gehe irgendwo hier hin. Dann sind wir auf jeden Fall ein gutes Stück noch mal weiter vorne. Ja, wir werden um einen halben Zentimeter länger an sich, aber wenn das der Bewegungsfreiheit, für die Bewegungsfreiheit gut ist und wir das einfach brauchen im Gelände, dann ist er halt einen halben Zentimeter länger. Das ist halt einfach so. Das heißt, wir werden jetzt hier diesen Steg hier einbauen und hier ganz vorne diesen Steg hier. Und dann müssen wir einfach mal schauen, ob wir sagen, wir machen... wir stufen das hier eben noch mal ein bisschen ab oder ich lasse es so. Mit dem Abstufen habe ich halt ein Problem, weil ich wahrscheinlich diese Kante hier nicht so extrem gerade geschnitten kriege vielleicht. Das weiß ich halt nicht. Wenn mir das ein bisschen verläuft, schaut es halt gleich nicht mehr gut aus und ich muss die Alu-Dinger halt neu machen. Deswegen, ja, müssen wir mal schauen. Aber ich wäre natürlich dann richtig dünn nach vorne hin mit dem Rahmen. Also der würde richtig schön flach dann auslaufen. Ich muss gerade gucken, ob ich das Bild noch da habe. Und hier läuft eben der Rahmen. Der läuft ja natürlich hier einmal mittig zu. Das werde ich jetzt so nicht realisieren. Ich wollte jetzt auch kein Druckteil machen extra dafür. Ganz klar, ich bräuchte jetzt solche Träger, die ich im Endeffekt jetzt hier so ein bisschen einbiegen kann. Das habe ich jetzt nicht, wollte ich auch nicht. Und das ist im Endeffekt ja auch ein U-Profil. Ja, das dann zu biegen, dann reißt es dann bloß aus oder so. Also das war jetzt so nicht der Plan. Aber ihr seht, dass hier diese Abstufung ist. Jetzt ist eben die Frage, ob ich das hier hinten mache, diese Abstufung, weil hier ist es aber auch relativ nah an den Rädern und dann geht es nach vorne. Oder ob ich das eben ja, hier vorne noch mal ein bisschen tiefer mache. Das weiß ich noch nicht. Wir werden es sehen. Ja? Genau, jetzt baue ich erstmal die hier ein und dann schauen wir weiter. Ich sehe gerade, bevor wir den jetzt hier fest einbauen, könnten wir eigentlich gerade hier in die Mitte auch noch das Loch machen, weil dann brauche ich den Zapfen natürlich nachher nur von oben durchschieben, beziehungsweise von da nach unten hin befestigen. Und dann machen wir doch gleich das Loch rein und dann ist es schon mal drin. Ja, dann brauchen wir das Ding nicht noch 10-mal auseinanderschrauben. Also ich werde es noch 10-mal auseinanderschrauben gefühlt, aber dann wäre das zumindest schon mal erledigt. Mach hier noch schnell und dann bauen wir es ein.
Loch ist drin. Schrauben wir es fest. Jawohl, Rahmen ist dran. Ihr seht, schaut gut aus. Ihr habt es gesehen, hier hat es jetzt ein bisschen geklemmt. Einfach durch das, dass natürlich jetzt hier ein bisschen mehr Spannung drauf kam auf das Ganze. Aber das passt einwandfrei, würde ich sagen. Ja. Einfach super. Ich glaube, ich werde es wirklich hier ein bisschen kürzen und den Rahmen ansonsten in der Höhe hier lassen. Und dann schaue ich mal, dass wir hier noch den Zapfen hinmachen. Dann haben wir eigentlich schon mal so das Grundgestell fertig. Und vor allem, wir können jetzt mal mit der Höhe schauen, wie wir hinten mit dem Pendel arbeiten. Ja, und damit wird es jetzt im Endeffekt weitergehen. Sollen wir mal den Zapfen hier reinmachen und wie gesagt hier vielleicht noch ein bisschen angleichen gleich. Und dann sind wir auch schon so weit, dass wir das Ganze hier anpassen können von der Höhe.